Die Zuhälter der Globalisierung zeichnet sie ein düsteres Bild. Mafiosi, skrupellose Banker, korrupte Politiker, sie alle eint die Gier nach immer mehr. Die Welt, die jetzt geformt wird, hat fast nichts mit der Welt zu tun, in der wir derzeit noch leben. Es ist heute sehr viel einfacher für das Verbrechen und die illegalen Geschäftemacher, die normale Wirtschaft zu kontaminieren. Die Schurkenwirtschaft stellt unsere Welt komplett auf den Kopf. Und es gibt nur wenig, was wir dagegen tun können.